Berger? Er ist aufgewacht. Was? Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Er ist nicht einfach nur wach. Es ist, als wäre er nie im Koma gewesen. Danke, Herr Doktor. Ich bin Philipp. David. David, warte mal noch. Was soll das denn? Frühstück. Cool. Nein, das geht nicht. Schon gut. Lass uns frühstücken. Dann haben wir die Nacht noch auf uns. Eigentlich sollte jetzt alles wie früher sein. Aber nichts ist wie früher. Vorsicht, Frau Kollegin. Seit wann so empfindlich? Gib ihm ein bisschen Zeit. Wir haben 2 Jahre ohne dich gelebt. Ihr steht alle noch unter Schock. Also früher sah es hier irgendwie besser aus. Wo ist denn unsere schöne Couch? Ich musste verkaufen. Das war finanziell ziemlich hart, die erste Zeit. Und unsere alten Fotos, hast du die auch verkauft? Wo sind denn deine Metallica-Poster? Vielleicht nicht mehr. Durch. Ich bin noch nicht so weit. Ich bin Philipp. Wer war das? Meine Mutter. War er das? Ich sei vorsichtig damit. Ich will wissen, was hier los ist. David! David! Das ist jetzt unsere Familie. Die Familie des Herrn? Sekte. Sie wollten es dir sagen, wenn du dich wieder eingelebt hast. Sie waren nie gläubig. Wir waren noch nicht mal Weihnachten in der Kirche. Wenn sie auf mich gehört hätte, wärst du jetzt tot.
komplett abgeschaltet. Hätte ich wirklich. Ich habe nicht geglaubt, dass du wieder aufwachen kannst. Was sind das für Leute? Leute, mit denen nicht zu spaßen ist. Scheiß drauf, mit mir ist auch nicht zu spaßen. Ich grüße dich. Verschwinde. Ist Julia da? Welchen Teil von Verschwinde hast du nicht verstanden? Philipp, komm rein. Pastor Thiel und die Apostel beten für euch. Komm doch mit. Naja. Aber die doch weiter so. Ich frühstücke hier und nicht in irgendeinem Gemeindezentrum. Aber da Onan wusste, dass der Same nicht sein eigen sein sollte, ließ es auf die Erde fallen und verderbte es. Wo wollt ihr denn hin? Kleine Männertour zum Schwimmbad. Wir haben doch gleich Hauskreis. Bekenne. Er hat sich selbst befriedigt. Hast du das schon öfter gemacht? Was hast du außerdem noch gemacht? Ich habe meine Porno angeschaut. So, jetzt geht's! Hast du dir noch nie einen runtergeholt? Nein. Komisch, siehst aber aus wie ein Wichser. Warum macht er so? So gehst du nicht mit meinen Freunden um! Jetzt fängt einem 13-Jährigen über das Wichsen zu reden. Was ist das für eine kranke Scheiße? Was haben die mit euch gemacht? Du solltest dich lieber mal fragen, was sie mit dir gemacht haben. Diese Leute haben sich monatelang um dich gekümmert. Er ist wie... ja, wie von sich. Wie bist du? Du hast keine Ahnung, was die mit dir machen können. Man munkelt so einiges. Seine Tochter hat mal versucht, sich das Leben zu nehmen. Seinem Sohn soll er Sexfilme gezeigt haben, habe ich jedenfalls gehört. Bekenne. Was denn? Irgendwas. Du hast so viele Sünden in dir, Papa. Dann nimmst du dir einfach irgendeine. 2 Jahre Koma. Das Gehirn ist bestimmt massiv geschädigt. Ich will ihn nicht verlieren. Wir werden uns überlegen, wie wir seine Seele retten können. Halleluja. Deine Familie steckt da viel tiefer drin, als du glaubst. Ich kann es nicht. Verleumdet hast du mich. Bei den Nachbarn. Bei meinen eigenen Kindern. Danke, Papa. Ich habe die Bilder gesehen, wo du nackt mit mir in der Badewanne sitzt. Da warst du ein Jahr alt. Wir mussten einen hohen Preis für unsere Sünden bezahlen. Gott hat dich uns weggenommen. Die wollen mich fertig machen. Versteht ihr es denn nicht? Es geht immer nur um dich. Nein, ich mache mir Sorgen um euch. Hast du dir auch Sorgen um uns gemacht, als du dich besoffen ins Auto gesetzt hast? David, wir gehen zum Gottesdienst. Kommst du mit? Wenn du meinen Rat willst, fang irgendwo nochmal neu an, ganz neu. Das klingt jetzt grausam, aber es ist vermutlich für alle das Beste.
durch deine Liebe und dein Blut. Jesus, tut es mir so gut. Halleluja. Ich geb dir mein Leben hin, mit allem, was ich habe und bin. Du bist der Grund, warum ich sing. Halleluja. Liebe Freunde, es ist unfassbar, wie Gott in dieser einen einzigen Woche gewirkt hat. Ich darf euch nun bitten um ein herzliches Willkommen für ein Gemeindemitglied, das schon lange mit uns, aber heute endlich bei uns ist. Ich übergebe das Wort nun an Pastor Walter Kiel. Liebe Freunde, jeden Tag vollbringt Gott irgendwo auf dieser Welt Wunder. Und solch ein Wunder befindet sich heute hier mitten unter uns. Es ist das Wunder des David. David, du hast im Koma gelegen. Ist das richtig? Ja, das stimmt. Und die Ärzte, sie haben dich schon nach wenigen Wochen aufgegeben. Und nun stehst du hier vor uns. Wie erklären Sie sich das? Sie können es nicht erklären. Nein, sie können es nicht. Aber wir können. Es ist ein Wunder. Er ist der lebende Beweis, dass der Erlöser lebt. David, sprich zu uns. Freut euch nicht zu früh. Zurück. Hol sie dir da.